Hallo, liebe Weggefährten, schön, dass ihr mich bei meinem neuen YouTube-Video begleitet und schön, dass ihr bei meiner neuen Podcast-Folge dabei seid. Ja, ihr habt mir ja vor einigen Tagen wieder in der Fragerunde ganz viele Fragen gestellt und ich möchte nun hier einige Fragen beantworten. Ich tue das immer nach bestem Gewissen. Ihr wisst, ich bin kein Hellseher, ich kann das jetzt nur von außen machen. Und bitte meine Lösungsvorschläge oder meine Tipps bitte nicht pauschalisieren. Ich kann von hier aus nur ganz begrenzt auf eure Probleme eingehen und euch Lösungen anbieten. Ja, aber jetzt zur Frage. Ich brauche ja meine Brille, ne? Warum? Weil ich damit einfach intelligenter aussehe. So mache ich das halt immer. Lieber Andreas, meine Hündin klebt nur an mir. Trotz Wegschicken, Deckentraining und vieles mehr kann sie mich fast nie aus den Augen lassen. Ihr fehlt dadurch natürlich die Entspannung. Alleine bleiben trainiere ich schon. Wir sind bei 3 Minuten. Was kann ich noch üben und braucht sie Druck, zum Beispiel mehr aushalten lassen, damit sie lernt, mich loszulassen? Liebe Grüße. A. Anne. Also bei solchen Themen, da ist für mich immer eins klar, das hat der Hund nicht gemacht. Ich möchte dir nicht zu nahe treten, liebe Anne, aber dein Hund braucht dich nicht loszulassen. Du darfst ihn loslassen. Lass das mal sacken. Ja, vielleicht berührt dich das jetzt emotional, wenn ich dir sage, dass du deinen Hund enorm liebst. Und dein Hund liebt dich. Aber du versuchst jetzt alles Mögliche, um diese Nähe so ein Stück weit zu unterbrechen. Am Anfang eures Zusammenlebens, am Anfang eurer Beziehung, hast du dich über diese Nähe gefreut. Ich bin mir hundertprozentig sicher. Ich mache diesen Job hier nicht seit gestern. Und seit über 30 Jahren beschäftige ich mich mit Mensch-Hund-Beziehungen. Ich weiß, dass wir es lieben, wenn Hunde uns lieben. Und ich weiß auch, dass wir es schöner finden, wenn Hunde uns hinterherlaufen, als wenn sie uns ignorieren. Und gerade am Anfang dieser Mensch-Hund-Beziehung ist man immer dankbar dafür, wenn der Hund unsere Nähe sucht. Jetzt machen viele Leute, vielleicht hast du diesen Fehler auch gemacht, Folgendes. Sie lassen es zu, dass der Hund sie kontrolliert. Der Hund stalkt seinen Menschen. Der Hund ist beim Toilettengang dabei, er schläft im Schlafzimmer, er darf in der Küche daneben sitzen, er bettelt am Tisch und irgendwie finden wir am Anfang alles süß, oder? Also ich persönlich habe mir das abgewöhnt, weil ich habe so viele Hunde kennengelernt und ich habe von den Hunden gelernt, dass man sofort von Anfang an sehr konsequent sein muss. Und ich kann dir sagen, liebe Anne, ich habe gerade 2 Welpen zu Hause, sind 12 Wochen alt. Und da konsequent zu bleiben, ich kann euch allen sagen, das ist echt eine Nummer. Die sind sowas von süß und die haben so den Schalk im Nacken, die sind so ausgebufft. Und da muss man aufpassen, dass man ihnen sofort von Anfang an klare Grenzen setzt. Tut man das nicht, hat man nachher einen Riesenberg mit Problemen, den man dann wieder wegschaufeln musst. Aber jetzt nochmal zu dir, liebe Anne. Also wenn dein Mädchen dich die ganze Zeit verfolgt, dann hast du das auch zugelassen. Du hast dich vielleicht darüber gefreut, dass dein Hund dir so viel Liebe und so eine Nähe schenkt. Wenn aber aus der Liebe ein Kontrollzwang wird oder eine Verlustangst, dann habt ihr ein Problem. Denn wenn du deinem Hund beibringen musst, auf der Decke zu bleiben, dann hat er ja von Anfang an gelernt, dass du dich nicht frei bewegen darfst. Dein Hund kann sich ja frei bewegen, er soll dich nur nicht stalken. Mir ist zum Beispiel egal, ob meine Hunde, und ich habe 9 Stück, jetzt durch die Wohnung gehen, ob die im Garten liegen, ob die im Körbchen liegen oder ob die auf dem Boden liegen. Mir völlig Schnuppe. Hauptsache, sie stalken mich nicht. Und ich habe eine Hündin, die Ola, die macht das total gerne. Das ist eine 10-jährige Hündin, die hat 9 Jahre an der Kette in Portugal gelebt. Ja, ich habe sie gerettet
und jetzt ist sie mir bis an ihr Lebensende dankbar. Ich möchte trotzdem nicht gestalkt werden. Und ich muss ihr immer wieder zwischendurch schon mal sagen, Fräulein, machen wir nicht. Habe ich keinen Bock drauf. Ich brauche keinen hündischen Schatten. Ich kann alleine auf Toilette gehen. Ich kann auch alleine einkaufen gehen. Ich kann auch alleine im Garten sitzen. Du kannst mal drinnen bleiben. Bitte stalk mich nicht. Und das zeige ich ihr in einer deutlichen Energie. Vielleicht solltest du jetzt mal, liebe Anne, hingehen und dir mal die Frage stellen, ja, wie ist es überhaupt dazu gekommen, dass dein Hund sich so verhält? Du hast mit Kleinigkeiten angefangen, diese Verhaltensweisen von deinem Hund zu füttern. Das geht ganz schnell. Also der Hund guckt einen an und wir gucken rüber und sagen, oh mein Gott, ist die süß. Aus diesem, oh, ist die süß, wird dann ein, ja, okay, dann lassen wir sie einfach hier bei mir liegen. Aus einem bei mir liegen kommt, darf er jetzt, kann er auch auf der Couch liegen. Auf der Couch liegen heißt auch, er kann auch auf dem Schoß liegen. Ist auch alles in Ordnung. Da habe ich überhaupt kein Problem mit. Ich muss mit meinen Hunden auch rum und die dürfen auch bei mir auf dem Bauch oder auf der Brust liegen. Überhaupt kein Thema. Wenn ich den Hund aber runtersetze und er stellt das in Frage und er fängt an zu diskutieren und will sofort wieder hochspringen, hast du ein Problem. Weil er dann entscheidet, dass er die Regeln aufstellt. Und er sagt, ich möchte jetzt auf dem Schoß liegen, ich möchte bei der Toilette dabei sein, ich möchte im Schlafzimmer dabei sein, ich kann nicht allein im Auto bleiben, ich kann nicht allein zu Hause bleiben, ich bin der Mittelpunkt der Erde. Und vielleicht hast du deinem Hund einfach zu viel Raum gegeben, zu viel Bühne gegeben für bestimmte Verhaltensweisen. Da musst du mal ein bisschen aufpassen. Und das schleicht sich ein und bitte, 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 hab Verständnis für dich. Das ist nicht schlimm, dass du das machst, weil da darf man sich nicht für verurteilen. Das ist menschlich. Ich weiß auch nicht, lebst du alleine mit deinem Hund? Wenn ja, ist das immer schwieriger, als wenn man in einer Beziehung lebt. Für mich ist es auch viel einfacher mit neuen Hunden, weil meine Liebe sich einfach komplett verteilt. Und auch die Hunde sehen mich ganz anders. Es ist wirklich ganz wichtig, ob du alleine mit deinem Hund lebst. Tust du das, dann darfst du einfach hingehen und dir mehr Liebe schenken. Wenn du in einer Beziehung lebst, dann schenke deinem Partner wieder mehr Aufmerksamkeit. Schick ihm schon mal ein Küsschen rüber, stell ihm schon mal irgendwo ein Blümchen hin. Und du brauchst kein schlechtes Gewissen zu haben, wenn du deinem Hund nicht den ganzen Tag 24/7 sagst, wie sehr du ihn liebst. Du liebst ihn sowieso. Und er liebt dich. Du musst das nicht so aufbauschen. Vielleicht bist du einfach zu nah an deinem Hund dran und schickst ihm zu viel rüber. Aber das ist nur so eine Ferndiagnose. Ja? Ich bin kein Hellseher. Aber in den Fällen, wo Hunde ihre Menschen fortlaufend stalken, hat der Mensch einfach dazu beigetragen. Und das von Anfang an. Alleine die Tatsache, dass du deinen Hund mehrfach auf die Decke schicken musst, zeigt mir, dass in eurer Beziehung irgendetwas nicht stimmt, weil dein Hund ist nicht seit gestern bei dir, er ist schon länger bei dir und deshalb diskutierst du immer noch mit ihm. Und wenn du mit ihm diskutierst, ja, dann ist das so wie auf der Arbeitsstelle, wenn du deinem Kollegen sagst, ob er das und das machen könnte und du diskutierst schon seit 3 Jahren, ob er es nun macht oder nicht. Wenn es dann alles an dir hängen bleibt, dann frustriert dich das. Und das Verhalten deines Hundes frustriert dich auch. Und dein Hund spürt die Frustration. Also bleibe mehr bei dir. Ich kann nur dich coachen, weil du bist das Bindeglied zwischen mir und deinem Hund. Ich kann deinen Hund jetzt in dem Moment nicht coachen. Ich würde es mir auch nicht rausnehmen, weil du bist die Person, die deinen Hund am besten kennt. Also brauche ich dich. Und du und dein Hund brauchen jetzt gute, ruhige Energien. Ich bitte dich, mach Folgendes. Mach von allem 50% weniger. 50% weniger anschauen, anfassen, ansprechen. Jetzt gibst du einfach mal ein bisschen mehr Liebe und Aufmerksamkeit zu dir selber. Wenn du in einer Beziehung lebst, ja dann gib diese Liebe mal zu deinem Partner. Dein Hund wird schon damit klarkommen. Versuche, ihn bitte ein wenig mehr zu ignorieren. Schick ihn nicht andauernd auf die Decke, sondern ignoriere ihn. Wenn er dir hinterherläuft, mach irgendwas anderes. Wenn er fiebt, mach dir Kopfhörer auf die Ohren und staubsauge, tanz durch die Bude und beweg dich komplett frei. Mach dich frei vom Verhalten deines Hundes.
Bleib einfach bei dir. Das ist der beste Weg, damit dein Hund dich in Ruhe lässt. Also, du hast gesagt oder gefragt, wie kann ich es schaffen, dass mein Hund mich loslässt? Ich werde dir niemals einen Tipp geben, dass dein Hund dich loslässt. Er liebt dich. Du bekommst von mir den Tipp, deinen Hund ein Stück weit loszulassen, weil du bist diejenige, die es versteht, wenn eine Veränderung herbeigeführt wird. Dein Hund fühlt die Veränderung. Du denkst sie zuerst und deshalb gehe ich auf dich zu. Also, du lässt jetzt mal ein bisschen mehr los und bleibst mal ein bisschen mehr bei dir. Hab dich lieb, ich wünsche dir einen wundervollen Tag und wenn dir dieses oder meine anderen Themen gefallen, ja, dann klick hier unten, damit ich weiterhin ja, als euer Wegbegleiter und Weggefährte auf euren Wegen dabei sein kann. Dankeschön.